Verbesserung, du verstehst. Ich meine, alles andere an mir ist ja völlig in Ordnung. Danke, Enid. Solltest du jemals darüber reden, ist es dein Ende. Also, wo war ich? Eierbiologie. Hör mal, das mit Todd, ich dachte es... Ja, ich dachte mir, dass es brennt. Sehr witzig. Hey, wir haben viel zu tun, also los! Rose ist tierisch cool, glaub mir, Leila. Ach, dann denkt sie, dass du für die anderen elf nichts hinlegen willst. Jetzt hör auf mit diesem Wenn Schwachsinn. Du was kannst du deinem Freund erzählen, aber nicht deinem Mann. Ich verzapfe keinen Schwachsinn. Ich bringe mit den Blumen mit. Süßigkeiten. Gummibärchen, aber keine Süßigkeiten. Ich sage dir, diese Gummibärchen sind nicht billig. Wo ist der? Oh, halt ihn auf, Winston. Er wird alles ruinieren. Er hat nicht mal Schaumfestiger im Haar. Geh runter von mir. Glück, dass ich da war, sonst hättet ihr beide wahrscheinlich alles versaut. Und du bist mit Sicherheit erfreut zu hören, dass Liz wie immer keine Ahnung davon hat. Das wag ich zu bezweifeln. Was? Was siehst du mich an? Vielleicht weiß es inzwischen auch meine gebrochene Rippe. Ihr zwei seid lebensgefährlich. Ich war schon oft mit Liz essen. Ich weiß, wie es geht. Also macht mich nicht fertig. Dieser Typ ist echt undankbar. Welche Größe trägt Ihre Freundin? Keine Ahnung. Ist sie im Winter oder im Sommer? Keine Ahnung. Ich glaube, das interessiert niemand. Teenager sehen Sommer wie Winter also gut weiß aus. Nicht. Ich würde das versuchen. Wie wäre es hiermit? Oh, vielleicht, das wird Ihre kleine Freundin warten lieben. Sie mal, warten Sie mal. Oder warten das hier. Sie mal. Nein, das hier. Wissen Sie was? Ich glaube, Ihre kleine Freundin wird das hier auch lieben. Na, wie gefällt Ihnen das? Hier. Ich glaube, die würden Ihnen besser stehen. Kauf ihr doch einen Strampelanzug. Hilf Blödmann. Mir bitte. Ich flehe dich an. Okay. Okay, das ist alles? Du willst mich nicht zuerst foltern? Was ich da dran gesehen habe, war so armselig, das war Folterung genug. Nur eine Bedingung. Und die wäre? Sag schon. Du musst alles tun, was ich sage, wenn ich es sage, und zwar ohne zu fragen. Folge mir im blindem Vertrauen und du wirst die romantischste Maschine, die man in diesem Jahrhundert gesehen hat. Oh, lehre mich, Obi-Wan. Wer war noch Obi-Wan? Doch nicht der Typ mit den Spitzen.